Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Kapitalerträge und Verlustverrechnung. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Das Interesse ist wirklich sehr, sehr groß und es kommen immer noch Teilnehmer rein. Aber wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn das Thema ist natürlich sehr präsent aktuell und wird sehr viel darüber diskutiert. Und auch natürlich auch bei uns im Support kriegen wir dazu sehr viele Anfragen und wir haben uns dann entsprechend dazu entschieden, ein Webinar zu dem Thema zu machen, um Ihnen auch einen Mehrwert zu bieten, aber auch um entsprechend Transparenz zu zeigen. Und ich freue mich sehr, dass wir für diese heutige Veranstaltung den Referenten und Steuerberater Thomas Breiden gewinnen konnten und der sich dazu bereit erklärt hat, mit uns heute das heutige Webinar zu veranstalten. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Thomas. Und bevor was jetzt richtig losgeht, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Und ich wiederhole hier an der Stelle nochmal, es gilt wirklich nur zu Informationszwecken. Bitte verstehen Sie diese Veranstaltung nicht als Handelsberatung, Anlageberatung oder als Steuerberatung, ganz wichtig. Aber dazu wird der Thomas gleich auch nochmal ein Disclaimer zeigen. Und ja, am Ende müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay, dann Thomas, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Und ja, wünsche allen viel Erfolg und viel Spaß heute. Ja, recht schönen Dank, Nelson, für die Einleitung. Herzlich willkommen auch von mir an die Teilnehmer dieses Webinars. Erste Frage, kann man mich gut verstehen und ist mein Bildschirm eingeblendet? Ja. Wunderbar. Prima, dann würde ich sagen, wer mich noch nicht kennt, ein paar kurze Worte zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Breiden. Ich habe meine Ausbildung und mein Studium in der Finanzverwaltung begonnen, habe also Steuerrecht studiert und im Anschluss den Diplom-Finanzwirt FH erworben. Also das ist der Hinweis darauf, dass ich aus der Finanzverwaltung stamme. Habe da noch ein paar Jahre als Sachbearbeiter in einem Düsseldorfer Finanzamt gearbeitet und habe dort Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmer und später auch für Kapitalgesellschaften, das heißt GmbHs und Aktiengesellschaften, bearbeitet. Habe parallel mein Steuerberaterexamen abgelegt im Jahr 2009 und bin dann auf die gute Seite der Macht gewechselt, wie ich immer so schön sage, bin in einer Steuerkanzlei gelandet, wo ich dann viele Jahre tätig war. Seit dem Jahr 2014 bin ich selbstständig in eigener Kanzlei und habe noch einen Fachberater für internationales Steuerrecht erworben in 2018. Ja, was verbindet mich mit dem Thema? Ich interessiere mich privat seit vielen Jahren, ich würde sagen seit der Schulzeit, für Börse und das Thema Finanzen. Habe mich auch im Bereich Aktieninvestments und Optionshandel weitergebildet und bin halt selbst auch im Trading von Aktien, Futures und Optionen aktiv. So mein Werdegang und das ist quasi die Verknüpfung von mir zum Thema Kapitalerträge und Verlustverrechnung. Ja, bevor wir starten, Nelson hat es schon angedeutet, also dieses Webinar dient Informationszwecken und stellt keine individuelle Steuerberatung dar. Ganz wichtig, wir machen das hier zu Ausbildungszwecken. Ich bin Steuerberater, ich stehe auch dazu, was ich sage, kann aber natürlich im Rahmen dieses Webinars keine Haftung für einzelne steuerliche
Themen übernehmen. Das vorab dazu. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Themen, die wir heute mitgebracht haben. Ich habe das in 7 Kategorien aufgeteilt. Und ja, die werden wie folgt. Wir wollen uns mal zum Warmwerden die Verlustverrechnungsbeschränkungen in § 20 Einkommensteuergesetz anschauen. Viel Bekanntes, ein bisschen Neues. Das würde ich sagen, damit starten wir. Dann werden wir uns später mal mit dem Thema Kapitalertragsteuerabzug beschäftigen und auch uns mal einen Ausblick erlauben auf die Steuerbescheinigung, die Sie in den nächsten Wochen, Monaten von Ihrer inländischen Bank hoffentlich bekommen werden. Was hat das Ganze mit der Einkommensteuer des Jahres 2021 zu tun? Jede Menge, wie wir später feststellen werden. In dem Zusammenhang kann es auch zu Verlustvorträgen kommen, die sich Ende des Jahres 2021 ergeben. Ganz konkret gibt es Änderungen zum 01.01.2022 im Bereich der Abgeltungssteuer für die Kunden, die eine inländische Bank oder einen inländischen Broker haben. Das schauen wir uns gerne noch an. Und wir wollen auch mal drauf schauen für diejenigen, die sagen, okay, passt für mich nicht mehr so gut mit dem Trading und der Abgeltungssteuer, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt. Ansonsten stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat. Nelson wird das überwachen und ich werde immer mal wieder danach fragen, ob es Fragen gibt. Also gerne nutzen. Das Ganze lebt natürlich auch von der Interaktion an der Stelle. Thomas, da ist auch direkt die erste Frage. Ich wusste, dass sie kommt. Vielleicht wollen wir die ganz kurz abarbeiten, und zwar, ob du noch Mandanten aufnimmst. Ja, ich gucke mir das immer im Einzelfall an. Wer Fragen hat, kann mich gerne ansprechen und dann können wir das beratschlagen, sage ich mal, ganz salomonisch. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir wie versprochen zum Warmwerden mit den Verlustverrechnungsbeschränkungen in § 20 Einkommensteuergesetz zu den Kapitalerträgen. Ja, zum einen haben wir die generelle Verlustverrechnungsbeschränkung, die jedem, der eine Einkommensteuererklärung schon einmal gemacht hat, bekannt sein dürfte. Ich kann nämlich Verluste aus Kapital Vermögen nicht mit anderen Einkunftsarten ausgleichen. Ferner kann ich auch Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien ausgleichen. So steht es im Gesetz, sage ich gleich nochmal was zu. Ja, neu eingefügt mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2021, Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2, Satz 1, Nummer 3, das sind die sogenannten Termingeschäfte, mit denen wir uns im Laufe dieses Vortrags noch intensiver beschäftigen werden. Derartige Verluste aus Termingeschäften dürfen nur noch in Höhe von 20.000 Euro mit Gewinnen aus Termingeschäften oder Einkünften 2021 Nummer 11 ausgeglichen werden. Das sind die sogenannten Stillhalterprämien. Dann die bereits ab 2020 eingeführte Verlustverrechnungsbeschränkung, die nicht so bekannt ist, wie ich immer wieder feststelle. Es gibt auch eine Verlustverrechnungsbeschränkung für uneinbringliche Forderungen, die Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter oder deren Ausfall. Die dürfen nur in Höhe von 20.000 Euro mit anderen Kapitalerträgen ausgeglichen werden. Was das im Einzelnen ist, werde ich später noch gerne erläutern. Also nochmal zusammengefasst, wir haben das generelle Verlustverrechnungsverbot der Kapitalerträge mit anderen Einkunftsarten. Das heißt, ein Verlust aus Kapitalerträgen kann ich nicht mit Arbeitslohn, Erträgen aus Vermietung oder einer Rente verrechnen. Das ist damit gemeint.
Ja, ich habe es eben angedeutet, Veräußerungsverluste aus Aktien, nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen. Da gibt es ein relativ aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs, BFH, der seine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Norm geäußert hat und die Frage, ob das mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat. Anhängiges Verfahren. Hinweis an der Stelle, wer Verluste aus Aktien hat, die er in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht hat, nicht verrechnen kann, kann über einen Einspruch nachdenken gegen den Einkommensteuerbescheid. Diesen kann man ruhend stellen, so nennt sich das, den Einspruch. Das heißt, der wird quasi zu den Akten genommen, bis über dieses Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Und wenn ich in ein paar Jahren, wie es ja häufig der Fall ist, das dauert ein wenig, eine positive Entscheidung bekomme, wäre der Einkommensteuerbescheid, der angefochten wurde durch Einspruch, noch zu meinen Gunsten änderbar. Genau, und dann die gerade genannten Verlustverrechnungsbeschränkungen für Termingeschäfte und Kapitalforderungen bzw. wertlose Wirtschaftsgüter. Auf Ebene der Einkommensteuer gültig ab dem Jahr 2021, was sich im Bereich der Kapitalertragssteuer zwischenzeitlich getan hat, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, jetzt haben wir die neuen Verlustverrechnungsbeschränkungen schon mal kennengelernt und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal genau rein, wo uns das in der Praxis treffen kann, insbesondere die Unterscheidung, was sind Termingeschäfte und was nicht, ist ja sehr interessant. Also zunächst einmal ganz klassisch, wer Kunde bei FX Flat ist, wird es wissen. Termingeschäfte sind natürlich Futures, CFDs, Devisentermingeschäfte sind schon etwas exotischer, findet man meist eher bei produzierenden Unternehmen, Exportbereich, die einen Fremdwährungsumsatz absichern wollen. Genauso auch Forwards und Swaps, die ich aber hier nicht erwähnt habe, weil in der Regel nicht börsengehandelt. Was nicht ganz so bekannt ist, laut BMF sind auch die sogenannten Long-Optionen ein Termingeschäft. Also mit Long-Option ist gemeint ein Long-Call oder Long-Put. Ja? Das heißt, derartige Verluste, die ich beim Schließen der Long-Option erziele, fallen unter die 20.000-Euro-Grenze für Termingeschäfte. Nur die der Long-Option, die Short-Option, das heißt ein Short-Call oder Short-Put, gilt steuerlich als Stillhalterprämie. Auf die kommen wir auch noch später zu sprechen. Die Stillhalterprämien sind davon losgelöst. Auch Verluste aus Glattstellung von Stillhalterprämien sind nicht im Bereich der Termingeschäfte angesiedelt. Hier geht es rein um die Long-Option. Wo wird es problematisch? Ja, bei denjenigen, die zum Beispiel Kombinationsgeschäfte handeln. Spreads, Butterflies, Iron Condors, Strangles, die haben ja das Thema, dass sie bei ihren Kombinationsgeschäften, so nennt das BMF, diese Combo Orders, beides haben. Das heißt, wenn ich die Position eröffne, habe ich sowohl eine Long-Option als auch eine Short-Option. Das kann dann entweder Debit oder Credit sein. Das heißt, ich bekomme eine Prämie oder ich zahle diese Prämie, aber ich habe beides und muss das aufteilen. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Handelsprotokoll der TWS eingefügt. Hier sieht man ein Bear-Put-Spread SPY-ETF, dürfte den meisten bekannt sein. Der wurde geschlossen mit einem Verlust von hier 27 Dollar, nicht am Betrag stören, könnten auch zwei Nullen mehr sein. Einfach der Veranschaulichung nach,
An der Stelle bin ich nicht fertig, sondern ich muss quasi diese Combo-Order bei den Optionen aufteilen und mir isoliert das Ergebnis der Long-Option und der Short-Option anschauen. Long-Option versteuere ich als Einnahme, Short-Option wäre ein Verlust aus Termingeschäft, wo ich zumindest wissen muss, dass es diese 20.000 Euro Grenze gibt. Was fällt noch unter die Termingeschäfte? Sogenannte Barausgleiche des Stillhalters. Das hat sich ergeben aus Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, dass die als Termingeschäft gelten, hat das BMF auch gerne so übernommen. Ja, was ist das in der Praxis? Also häufig anzutreffen bei Indexoptionen, beispielsweise ich würde jetzt eine Stillhalterprämie auf den DAX handeln, schließe die Position nicht, warte, bis die Option verfällt und am Verfallstag oder am folgenden Börsentag belastet mir der Broker Cash Settlement. Ich zahle einen Verlust als Ausgleich dadurch, dass die Option negativ geschlossen hat. Dieser Verlust wäre auch als Termingeschäft zu klassifizieren. Ja, was haben wir noch? Die uneinbringlichen Forderungen und wertlosen Wirtschaftsgüter. Ja, Hinweis noch zu den Termingeschäften. Da gab es ja zwischenzeitlich etwas Unklarheit durch Pressemeldung. Also die Optionsscheine und Zertifikate sind grundsätzlich rausgefallen aus den Termingeschäften. Aber wenn ich diese Optionsscheine, Zertifikate verfallen lasse, die ausgenockt werden, wertlos, dann muss ich die Verlustverrechnungsgrenze für wertlose Wirtschaftsgüter kennen. Gut. Und diese Grenze für wertlose Wirtschaftsgüter, die gilt seit dem Jahr 2020 bereits. Da fallen auch Verluste aus privaten Darlehen drunter und laut BMF sogar Aktienverluste. Das ist ganz spannend. Eigentlich gibt es ja für die Aktienverluste einen eigenen Verlusttopf. Wenn ich jetzt aber die Aktien so lange im Depot lasse, bis die vielleicht wegen Insolvenz der Firma wertlos ausgebucht werden, hätte ich an der Stelle eine Zuordnung laut BMF zu den wertlosen Wirtschaftsgütern und nicht in den Aktienverlusttopf. Gibt es an der Stelle schon Fragen, Nelson? Oh ja, sehr viele sogar. Wollen wir da kurz einhaken? Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich wäre da tatsächlich sonst reingegrätscht, weil es doch viele Fragen sind, die zu dieser Folie passt. Ich schaue mal, wo ich hier beginne. Wir haben mehrmals die Frage gehabt, ob Forex-Spot darunter zählen. Ja, also man muss genau schauen, was handle ich da? Wenn ich Forex handle als CFD, ist das klar, ne? Dann gehört das hier rein. Wenn ich jetzt die Währung handle, mein Konto wird belastet, ich kaufe Dollar, verkaufe Euro, dann habe ich kein Termingeschäft, sondern hätte ich sogar ein privates Veräußerungsgeschäft, was auf die Anlage SO gehört. Wie man jetzt Forex-Spot genau klassifiziert, müsste ich sagen, müsste man sich mal genau anschauen. Also ich selbst handle das Produkt nicht, kann ich jetzt nicht viel weiter zu sagen als das Generelle. Gut, dann war hier die Frage, fällt der Verlust aus der Short-Option unter den Termingeschäften? Das ist doch ein Stillhaltergeschäft. Genau, also machen wir ein Beispiel. Klassischer Short-Put auf eine Aktie. Die Position läuft gegen mich. Ich entscheide mich, die Position mit Verlust zu schließen. Dann habe ich einen Verlust aus Stillhalterprämien, der nicht unter die Verluste aus Termingeschäften gehört, sondern ganz normaler Verlust aus Kapitalvermögen darstellt.
Dann die nächste Frage zu den Futures. Was gilt beim Future Trading als Verlust? Jeder Trade oder das Tages-, Wochen-, Monatsergebnis? Ergo, wenn ich den Zeitraum X trotz anfänglicher Verluste positiv gestalte, gilt es dann trotzdem als Einzelverlust? Genau, danke für die Frage. Ich muss leider jeden Trade betrachten. Das heißt, wir machen da gleich noch ein Beispiel für die CFDs. Das kann man aber so auf die Futures übertragen. Jeder Trade zählt für sich. Ich habe quasi gedanklich eine Spalte für die Gewinntrades, eine Spalte für die Verlusttrades. Und die Verlusttrades darf ich nur in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr mit den Gewinnern oder Stillhalterprämien verrechnen. Dann die nächste Frage. Das heißt, Short Put auf Aktien oder Future kann ich bei Verlust ohne Probleme rollen, ohne 20.000 Beschränkung? Genau, ohne Probleme. Ob das derjenige, der die Steuererklärung bearbeitet oder im Finanzamt prüft, versteht, ist eine andere Frage. Aber nach Gesetzeswortlaut habe ich da einen Verlust aus der Glattstellung einer Stillhalterprämie und der fällt nicht unter die Verlustverrechnungsbegrenzung. Dann die nächste Frage. Wenn ich verheiratet bin, gelten dann 40.000 Euro anstatt 20.000? Ja, das Thema haben wir auch später nochmal. Auf der Folie können wir einen Moment zurückstellen. Die Frage wird später noch beantwortet. Dann haben wir hier noch Forex hatten wir gesagt. Das hatten wir auch. Sind nicht auch Verfahren bezüglich der 20.000 Euro Verrechnungsbeschränkung anhängig beim BFGH? Also vermutlich ist Bundesverfassungsgericht gemeint. Da hatte ja ein bekannter Optionshändler versucht, schon im letzten Jahr ein Verfahren zu erzielen. Klage wurde nicht angenommen. Mir sind jetzt noch keine aktuellen Verfahren bekannt, was einfach daran liegt, dass vielfach erstmal ein Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2021 benötigt wird. In vielen Fällen laufen die Steuerprogramme der Finanzämter erst ab Februar, das heißt vielleicht ab Mitte diesen Monats. Das heißt, ja, Einkommensteuerbescheide für das Jahr 2021, so wie ich es aus NRW kenne, wird es noch nicht so viele geben. Von daher, mir ist da noch nichts bekannt. So, dann vielleicht erstmal die letzte Frage, dann können wir weitermachen. Wo liegt der grundlegende Unterschied in der steuerrechtlichen Behandlung bei inländischen versus ausländischen Bankenbroker? Ja, gute Frage. Machen wir gleich noch. Dann wird das ein bisschen sichtbarer. Der Teilnehmer kann sich ja später noch mal melden, ob die Frage dann beantwortet wurde. Aber da gehen wir gleich noch mal drauf ein, auf die Unterschiede. Okay, dann gerne weiter. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Thema Kapitalertragssteuerabzug in 2021 an und vielleicht wird das die Frage des Teilnehmers aus dem Chat an der Stelle auch beantworten können. Und zwar nicht ganz so bekannt, wurde aber in der Praxis gemacht. Es gab für die Broker und Banken eine Übergangsregelung im Jahr 2021. Das BMF hat auf vielfachen Wunsch erkannt, dass die praktische Umsetzung dieser Verlustverrechnungsbeschränkung bei den inländischen Banken und Brokern zu großen Problemen führt, weil das Ganze muss ja natürlich auch in deren IT programmiert werden, damit eine Kapitalertragssteuer korrekterweise mit der Gesetzesänderung abgeführt wird. Das Problem hat man erkannt und deswegen in einem Schreiben aus November 2020 eine Übergangsregelung für das Jahr 2021 eingeführt. Bedeutet, die inländischen Banken und Broker konnten darauf verzichten, diese Verlustverrechnungsbeschränkung
für ihre inländischen Kunden umzusetzen. Unterschied ausländische Broker. Ja, wie bekannt sein dürfte, die ausländischen Broker führen keine Abgeltungssteuer auf Trading-Gewinne, Optionen an den deutschen Fiskus ab, erstellen auch keine Steuerbescheinigung. Das heißt, für die war jetzt das BMF-Schreiben nicht gedacht mit der Übergangsregelung, weil die ohnehin keine Abgeltungssteuer abführen. Ja, wie sieht das konkret bei FX Flat aus? FX Flat ist beides, wenn Sie so wollen. Und zwar, wir haben den Bereich der Meta-Trader-Kunden, wo eine Abgeltungssteuer abgeführt wird. Und es gibt auch die sogenannten TWS-Kunden, wo die Kundendepots bei Interactive Brokers in Irland, Ungarn oder USA geführt werden, wo keine Abgeltungssteuer einbehalten wird. Ja, ich dachte mir, um das Ganze ein bisschen praxisnäher zu machen, schauen wir uns mal ein Beispiel aus dem Jahr 2021 an. Wir haben ja einen MetaTrader-Kunden, das sind die mit abgeltungssteuerpflichtigen Erträgen. Der hat im CFD-Handel folgendes Ergebnis erzielt: 110.000 Euro Gewinn-Trades und 100.000 Euro Verlust-Trades. Die Frage hatten wir ja eben im Chat. Ich hoffe, hiermit nochmal beantwortet. Also ich muss mir wirklich die einzelnen Trades angucken, nicht auf Tagesbasis, nicht auf Wochenbasis, sondern jeder einzelne Trade zählt. Und aufgeteilt im Beispiel ergibt sich da folgendes Ergebnis. So, wer in 21 selber Termingeschäfte wie CFDs, Futures bei einem inländischen Broker gehandelt hat, wird wissen, dass vielfach diese Übergangsregelung von den Brokern auch angewendet wurde. Hier nochmal der Wortlaut aus dem sogenannten BMF-Schreiben. Für den Kapitalertragssteuerabzug wird es nicht beanstandet, wenn die Vorgaben zur Umsetzung des 20.6 Satz 5 und 6, Klammer auf, Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte, erst zum 1. Januar 2022 angewendet werden. Ja, das ist quasi der Hintergrund dafür, dass die Broker im Jahr 21 auf diese verschärfte Verlustverrechnungsbeschränkung verzichten konnten. Was bedeutete das in der Praxis? Auf den konkreten Fall bezogen, mit 10.000 Euro Gewinn, hat der Broker hier FX Flat die Gewinntrades und Verlusttrades saldiert und eine Abgeltungssteuer plus Soli von rund 26,38% auf den Gewinn abgeführt. Ja, im Jahr 21. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Im Zusammenhang mit der Steuerbescheinigung, die in den nächsten Wochen oder Monaten von der Bank oder dem Broker ergehen wird. Zunächst einmal möchte ich das Muster zeigen, so wie es im bereits genannten BMF-Schreiben aus November 2020 dargestellt wurde. Dieses Muster wurde ergänzt um grüne Passagen. Ich hoffe, das kann man hier erkennen. Das heißt, neu im Muster ist, dass die Bank bzw. der Broker die Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Termingeschäften einzeln im Betrag ausweist. Warum? Damit ich genau feststellen kann, was ich saldieren darf. Und genauso ist auch neu, relativ weit unten, dass die Höhe der Verluste nach Satz 5, Klammer auf, Termingeschäfte,
und Satz 6, Klammer auf, wertlose Wirtschaftsgüter oder Forderungen einzeln genannt werden, damit auch ja, dem Finanzamt nachvollziehbar ist, in welchem Umfang Verluste aus Termingeschäften, Gewinne aus Termingeschäften, Einkünfte aus Stillhalterprämien erzielt wurden. Welche ja, Relevanz das hat, werden wir uns nachher noch in einer Einkommensteuerberechnung anschauen. So, also das ist das Muster aus der Finanzverwaltung. FX Flat hat auch noch ein eigenes Muster mir zur Verfügung gestellt. Ich muss dazu sagen, ist noch ein Entwurf. Die endgültigen Steuerbescheinigungen sind natürlich noch in Arbeit. Aber was kann man hier schon mal erkennen? FX Flat hat auch die Höhe des Verlusts im Sinne des 20 Absatz 6 Satz 5 mit aufgenommen. Also Höhe der Verluste aus Termingeschäften ist zu nennen. Und natürlich auch die Gewinne aus Termingeschäften sowie die Einkünfte aus Stillhalterprämien. Wenn wir jetzt nochmal an den Beispielsfall vereinfacht von gerade denken, 110.000 Euro Gewinn, 100.000 Verlust, dann müsste das in der Steuerbescheinigung natürlich an diesen Stellen hier erfasst werden. Die 100.000 wären hier zu nennen. Im Beispiel hatte der Broker eine Abgeltungssteuer einbehalten auf den Gewinn von 10.000 Euro, deswegen 25% Kapitalertragssteuer wäre hier zu erfassen, darauf der Soli und die Gewinne aus Termingeschäften, in diesem Falle die 110.000, wären im unteren Bereich zu erfassen. Gut, das soweit zur Steuerbescheinigung. Ich frage nochmal an Nelson, ob es noch neue Fragen gibt, die wir beantworten können. Ja, es gibt neue Fragen und zwar wird hier von Daniel gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass die Verlustverrechnungsbegrenzung für das Jahr 2021 noch nicht zwangsläufig geltend gemacht werden muss, also erst ab 1.1.2022? Ja, Daniel, das gilt nur für die Bank, für den Kapitalertragssteuerabzug. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Dieses BMF-Schreiben ist natürlich nur eine Vereinfachungsregelung für den Kapitalertragssteuerabzug, hebelt aber natürlich nicht das Gesetz aus. Und was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Dann vielleicht noch die Frage, gibt es die Möglichkeit, eine Verlustverrechnung nachzureichen, wenn ich die für ein Jahr nicht gemacht habe, aber die Steuererklärung schon mit Steuerbescheid über einen Monat erledigt ist? Bei Steuerbescheiden muss ich ja prüfen, ob ich noch innerhalb der vierwöchigen Einspruchsfrist bin. Wenn ich das nicht bin, müsste ich schauen, ob der Steuerbescheid sonst noch änderbar wäre, zum Beispiel, weil er unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Wenn das alles nicht vorhanden ist, könnte es sein, dass ich da nicht mehr dran komme, sollte man aber sich im Einzelfall mal genau anschauen. Okay, dann würde ich sagen, dass wir erstmal weitermachen und ich sammle weiter die Fragen. Gerne. Genau, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wie sich das verhält, das Verhältnis zwischen Kapitalertragssteuerabzug mit dieser Übergangsregelung, der Steuerbescheinigung, die jetzt bald kommt, und der Einkommensteuererklärung, die vielleicht noch zu erledigen ist. Wir bleiben hier bei dem MetaTrader-Kunden und genau. Beispiel bekannt. Wir setzen das Beispiel fort, nicht so schnell. Und zwar folgendes. Der Kunde erhält jetzt, ich habe mal geschätzt, im Frühjahr 2022 die Steuerbescheinigung, ist erstmal zufrieden, weil er hat ja nur auf den tatsächlichen Gewinn von 10.000 Euro, ne, saldiert, Steuer bezahlt. Alles gut. Im Herbst 2022 erhält der Kunde eine Erinnerung des Finanzamts zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2021. Ja, der Kunde unterhält sich mit einem befreundeten Trader, TWS-Kunde,
Dieser hat in 2021 ein ähnliches Handelsergebnis im Handel mit Futures erzielt. Dessen Konto wird bei Interactive Brokers in Irland geführt. Und bei ihm wurde ja zutreffenderweise, weil ausländischer Broker gar keine Kapitalertragssteuer auf die Gewinne einbehalten. Quizfrage in die Runde. Könnte ja ein Problem bestehen. Wenn ich so frage, wahrscheinlich ja, ne? Genau, das Problem ist natürlich an der Stelle, wie ich gerade schon gesagt habe, der Broker hat die Übergangsregelung angewendet, hat also zutreffenderweise Gewinn- und Verlusttrades miteinander saldiert und nur auf den Saldo Abgeltungssteuer bezahlt. Das hebelt natürlich nicht das Gesetz aus, da sich ab 2021 Verluste nur noch in Höhe von 20.000 Euro verrechnen darf. Ja? Wie viel habe ich im Beispielsfall verrechnet? Ja, sogar 100.000 Euro Verluste habe ich verrechnet, weil die habe ich ja 1:1 von den 110.000 Euro abgezogen und die Bank hat ja 10.000 Euro Gewinn der Steuer unterworfen. Der gerade erwähnte TWS-Kunde hat natürlich ein ähnliches Problem. Sein Broker hält ja gar keine Kapitalertragssteuer ein. Auch bei ihm sind Verluste in Höhe von 100.000 Euro angefallen. Und darauf wurde auch keine Vorauszahlung, sprich Kapitalertragssteuer, entrichtet. Genau, also diese Übergangsregelung ist ja zunächst einmal zugunsten des Kunden und auch, sag ich mal, als Erleichterung der Umstellung für die Banken gelaufen. Wie sich das jetzt im Rahmen der Einkommensteuer darstellt, das gucken wir uns mal auf der folgenden Folie an. So, nicht erschrecken, das ist eine tatsächliche Berechnung aus einem Steuerprogramm für 2021. Ich gehe es mal ganz langsam durch und wenn Fragen sind, gerne melden. Also zunächst einmal, wie man hier erkennen kann, das Steuerprogramm setzt die Gesetzesänderung um und rechnet von meinen 110.000 Euro Gewinntrades nur 20.000 Euro Verlusttrades an, weil das so im Gesetz steht. Bedeutet, aus steuerlicher Sicht habe ich erstmal einen Überschuss nach Saldierung der 20.000 Euro Verlustverrechnungsgrenze mit Einkünften aus Stillhalterprämien und Gewinnen aus Termingeschäft von 90.000 Euro. Bedeutet, 100.000 Verlusttrades, 20.000 verrechnet. Ja, irgendwo ist ein Teil nicht verrechnet worden, das ist nämlich der Teil hier. Die 80.000 sind nicht ausgeglichene Verluste aus Termingeschäften, die ich im Jahr 2021 nicht verrechnen darf in der Steuer. So, jetzt haben wir mal unterstellt, das wäre das einzige Konto, der Sparerpauschbetrag steht mir noch zur Verfügung, aber ich muss die 90.000 Euro Gewinn versteuern und darauf eine Einkommensteuer von rund 23.000 Euro nachentrichten. Die 23.000 Euro kann ich natürlich um die tatsächlich gezahlte Kapitalertragssteuer mindern. In dem Beispiel 2.600 Euro gilt natürlich nur für den inländischen Kunden, wo auch eine Kapitalertragssteuer einbehalten wurde. Okay, wie wir gerade schon festgestellt haben, ergibt sich im Rahmen dieser beispielhaften Steuererklärung für das Jahr 2021 ein Verlustvortrag aus den nicht ausgeglichenen Verlusten aus Termingeschäften in Höhe von 80.000 Euro. 20.000 Euro durfte der ledige Trader in dem Beispiel hier verrechnen. 80.000 Euro würden hier erst einmal vom Finanzamt, also ganz wichtig, dieser Verlustvortrag, der wird nicht vom Broker festgestellt, sondern den bekomme ich dann im Rahmen der Steuererklärung als zusätzlichen
Verlustfeststellungsbescheid zur Einkommensteuererklärung. Ja? Gut. Dieser Verlustvortrag, ja, ist in Folgejahren wiederum in Höhe von 20.000 Euro verrechenbar. Wobei ich natürlich unterstellen muss, ja, wenn ich jetzt den Handel einstelle, okay, kann ich dann überhaupt verrechnen? Habe ich vielleicht neue Verluste? Also ist nicht so ganz einfach. Was man aber an der Stelle bedenken sollte, es gibt ja noch weitere Verlustvorträge. Also insbesondere interessant sind die sogenannten allgemeinen Verlustvorträge aus Kapitalvermögen. Das heißt, die Verluste, wo jetzt nicht dabei steht nach 206 Satz 5 oder aus Aktienverlusten, sondern allgemeine Verlustvorträge aus Kapitalvermögen, die könnte ich natürlich auch weiterhin mit einem Überhang aus Gewinnen saldieren. Ja, das heißt, selbst wenn ich in dem Beispiel von gerade nur 20.000 Euro Verlusttrades anrechnen darf, ich hätte aber noch einen allgemeinen Verlustvortrag, vielleicht aus dem Jahr 2020, dürfte ich den natürlich mit dem Zwischenergebnis von 90.000 Euro noch verrechnen. Gibt es hierzu weitere Fragen, Nelson? Ja, es gibt sehr viele Fragen. Unter anderem hattest du aber jetzt auch gerade angesprochen, und zwar kann man Altverluste von vor 2021 weiterhin vollständig mit dem Gewinnsaldo 2021 saldieren? Diese Frage wurde mehrmals gestellt. Genau. Dann haben wir die Frage, ob Kommission und Swaps berücksichtigt werden und zu den Verlusten aus CFD-Trades aufaddiert werden, oder zählen diese als Gebühren, ähnliche wie Provisionen bei Aktiengeschäften? Also grundsätzlich, das Ergebnis des Termingeschäfts ist meines Erachtens nach dem Gesetzeswortlaut inklusive weiterer Kosten zu sehen, weil dann erst der endgültige Gewinn feststeht. Das heißt, wenn ich da noch zusätzliche Provisionen, Swap-Prämien bezahlt habe, würde ich die mit einbeziehen und der Verlust wäre an der Stelle dann höher. Wird in der Steuerbescheinigung nur das Jahr 2021 angegeben? Also in der Steuerbescheinigung vom FX Flat in dem Beispiel? Ich denke mal, dass er auf bezogen ist. Weil ja, also die Steuerbescheinigung. Genau. Die Steuerbescheinigung, die ist ja für das jeweilige Jahr, für das sie ergeht, gedacht. Das heißt, da steht erstmal das steuerliche Ergebnis, das der Broker errechnet hat für 2021 drin. Worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, sind Verlusttöpfe, die bei den inländischen Banken und Brokern intern geführt werden. Die tauchen natürlich dafür nicht auf. Wenn ich an diese dran möchte, müsste ich einen zusätzlichen Antrag stellen, sage ich aber auch gleich nochmal was zu. Dann vielleicht die letzte Frage, bevor du weitermachst. Kommt der Freibetrag in diesem Beispiel noch zur Anwendung? Welcher Freibetrag, muss ich gerade eben zurückfragen? Ich denke mal, hier ist dieser 201 Euro bezogen oder gemeint. Der Sparerpauschbetrag, oder? Ich denke ja. Aber kann der Teilnehmer noch weiter ausführen, was hier gemeint ist? Also wir hatten ja hier den Sparerpauschbetrag abgezogen von dem steuerlichen Gewinn nach Berechnung der Verlustverrechnungsbeschränkung. Ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet. Okay, prima. Dann gerne weiter. Gut. Dann schauen wir uns als nächstes auch ein spannendes Thema an, nämlich es gibt, wie bereits angedeutet, Änderungen im Kapitalertragssteuerabzug bei den Banken und Brokern ab diesem Jahr, das heißt seit 01.01.2022. Genau, und das schauen wir uns jetzt nochmal für Kunden an.
in dem Beispiel von FX Flat, dieses auch betrifft. Die MetaTrader-Kunden mit Abgeltungssteuer. Ja, was ist neu? Auf Ebene der Bank und des Brokers wird jetzt nicht mehr saldiert in Übereinstimmung mit dem BMF-Schreiben, sondern wie in dem BMF-Schreiben mitgeteilt, findet jetzt keine Saldierung von Verlust- und Gewinntrades für Zwecke des Steuereinbehalts mehr statt. Ja, um es nochmal deutlich zu sagen, gar keine Saldierung. Was das bedeutet, werden wir gleich nochmal sehen. Das heißt, selbst die 20.000 Euro, die mir ja nach Einkommensteuergesetz zustehen, werden jetzt nicht von den Banken als Verlustverrechnungspotenzial für die Gewinnertrades berücksichtigt. Das heißt, ich zahle Steuer auf die Gewinntrades und die Bank darf die Verlusttrades erstmal nicht berücksichtigen. Warum ist das so? Nun ja, das BMF hat in einem weiteren Schreiben aus Juni 21 nochmal klargestellt, dass der Verlustausgleich nach 206 Satz 5, Klammer auf Termingeschäfte, nur im Rahmen der Veranlagung stattfindet. Veranlagung bedeutet, ich bekomme die 20.000 Euro auch nur bei Abgabe der Einkommensteuererklärung angerechnet. Und wenn ich sie nicht abgebe, bekomme ich sie nicht. Ja. Genau. Bedeutet, Abgeltungssteuer von 25% plus Soli, gegebenenfalls Kirchensteuer auf die Gewinntrades aus Termingeschäften, über die sprechen wir ja gerade, wird abgeführt und Verlusttrades bleiben außen vor. Gut, um das Ganze ein bisschen ja, praxisnäher darzustellen, haben wir mal aus einem Demokonto ein paar Verluste erzeugt. War gar nicht so einfach für mich, Trades zu machen, die auf jeden Fall einen Verlust bringen, weil wenn man das beherrscht, müsste man ja andernfalls auch wissen, wie man Gewinne erzeugt, die Gewinne bringen. Trades erzeugt, die Gewinne bringen. Also ist mir geglückt. Wir haben das hier mal exportiert aus dem MetaTrader im Januar 22. Und zwar hat der Kunde hier diverse CFDs gehandelt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja, übersetzt Dow Jones CFD gehandelt, DAX CFD, Dow Jones CFD, Gold CFD. Per Saldo war das Ganze nicht sehr erfolgreich. Das war ja auch das Ziel des Beispiels, Verluste zu kreieren, zu Anschauungszwecken. Das heißt, der Kunde hat im Januar ein Handelsergebnis von minus 12.800 Euro erzielt, wo man jetzt sich erstmal fragen könnte, ja, okay, was hat das jetzt mit Abgeltungssteuer zu tun? Ja, leider jede Menge, denn, wie wir gerade gehört haben, darf die Bank ja die Verlusttrades nicht mehr saldieren. Das heißt, ich muss einzeln schauen, ob ich Gewinntrades habe. Ja, habe ich 4 Stück. Und auf diese 4 Trades werden dann die Abgeltungssteuer, Soli und in dem Beispiel auch hier die Kirchensteuer fällig. Hier in der Spalte Kommentar kann man das sehen. Die Positionen 22, 23, 24. Das sind die Kommentare für eine abgeführte Kapitalertragssteuer, Soli und Kirchensteuer. Wer es nachrechnet, wird feststellen, wenn ich Kirchensteuer habe, ist es nicht genau 25%, sondern vielleicht nur 24%, weil halt dank der Kirchensteuer es da eine Ermäßigung gibt. Aber Quintessenz ist, ja, in diesem Beispiel, trotz Verlust würde der Broker Abgeltungssteuer auf die 4 Gewinntrades abführen.
Was ist das Positive daran? Naja, wenn ich das so mache, werde ich sicherlich eine zu hohe Steuer abführen, weil ich ja die 20.000 Euro noch gar nicht verrechnet habe. Das heißt, ich komme zumindest nicht in das Problem, was wir eben besprochen haben für das Jahr 21, dass Gewinne und Verluste saldiert wurden und ich erst im Rahmen der Einkommensteuer feststelle, oh, da kommt noch eine Nachzahlung auf mich zu. Hier wäre es dann umgekehrt. Thomas, vielleicht nur eine kleine Ergänzung zu der Folie, die du gerade gezeigt hast mit den Trades. Muss ich nur an der Stelle erwähnen, dass das ein internes Testkonto ist und diese Zahlen rein fiktiv sind und auf gar keinen Fall eine Handelsempfehlung darstellt. Ja, genau. Hatte ich ja auch, glaube ich, gesagt. Demokonto, ich habe mich da versucht und war kreativ. Also kein Echtgeld, keine Sorge. Das haben wir für Ausbildungszwecke hier erzeugt. Okay. Gehen wir nochmal zurück zu unserem MetaTrader-Kunden. Nehmen wir mal an, der würde jetzt, ja, diese Änderung ignorieren und einfach same procedure as every year weiter handeln in 22 und das gleiche Handelsergebnis erzielen, gäbe es natürlich steuerlich einen großen Unterschied, weil der Kunde würde natürlich auf die 110.000 Euro Gewinntrades die Abgeltungssteuer und den Soli entrichten. Ja. Und das bei einem tatsächlichen Gewinn von lediglich 10.000 Euro würde er also knapp 29.000 Euro Steuern vorausgezahlt haben auf dieses Handelsergebnis. Heißt natürlich im Umkehrfall, eben hatte ich Steuern zu niedrig entrichtet oder gar nicht entrichtet. In diesem Falle hier hätte ich natürlich eine zu hohe Steuerlast entrichtet und könnte das durch die Abgabe der Einkommensteuererklärung ja, an der Stelle ausgleichen. Das heißt, durch Abgabe der Einkommensteuererklärung würde ich unterstellt gleiche Steuertabelle, die gleiche Gesamtsteuerbelastung erzielen, wenn ich Kapitalertragssteuer und endgültige Einkommensteuer gegenüberstelle. Ja, jetzt haben wir viel diskutiert, wären jetzt beim letzten Punkt angekommen, Lösungsmöglichkeiten. Wollen wir einfach nochmal überlegen, ja, welche Option hat man, was ist realistisch? Und starten möchte ich da mit der sogenannten Verlustbescheinigung, sofern es bei Ihrem, eurem Broker, bei eurer Bank noch interne Verlusttöpfe gibt, also allgemeine Verlusttöpfe, die entstanden sind im Jahr 2020 und früher, die intern bei der Bank nicht mehr ausgeglichen werden können, kann man natürlich mit der Bank, dem Broker sprechen, eine sogenannte Verlustbescheinigung beantragen. In der Regel erfolgt das, ich meine, bis 15. Dezember des laufenden Jahres. Was würde dann praktisch passieren, wenn ich so einen Verlusttopf habe? Der Broker würde diesen Verlusttopf beenden zum Jahresende, den auf Null stellen, dem Kunden eine Bescheinigung erteilen, die so aussieht wie hier im Muster dargestellt. Und mit dieser Bescheinigung kann der Kunde das Ganze bei seinem Finanzamt einreichen als Ergänzung zur Anlage CAP. Dann kann er diesen Verlusttopf bei der Einkommensteuererklärung 21 in dem Beispiel oder 22 nutzen. Ja, geht nur, wenn ich diese Verlustbescheinigung habe für den inländischen oder inländischen Broker, die inländische Bank. Solange ich die Verlustbescheinigung nicht habe, wird der Broker, wird die Bank diesen Verlusttopf intern
fortführen. Ja, das so als eine Lösungsmöglichkeit. Gut, welche Möglichkeiten hat man noch? Na gut, der CFD-Trader eben genannt, sollte natürlich überlegen, ob er vielleicht seinen Handelsstil verändern kann oder muss, ausweichen auf ja, Produkte außerhalb der Termingeschäfte oder die 20.000 Euro Grenze strikt beachten, damit er spätestens bei Abgabe der Steuererklärung ja, sicher weiß, dass er die, ja, dass die Steuerlast nicht über dem Gewinn liegt, sagen wir es mal so. Welche Möglichkeit besteht auch noch? Frage von eben, Einbindung des Ehegatten oder Lebenspartner. Wenn ich die Möglichkeit habe, das Trading auf zwei Depots ja, auszudehnen, Kontoinhaber 1, Ehefrau, Kontoinhaber 2, Ehemann, dann stehen mir natürlich diese 20.000 Euro auch zweimal zur Verfügung. Habe ich jetzt ein sogenanntes Gemeinschaftsdepot der Eheleute, müsste das meines Erachtens auch funktionieren. Genau, in diesen Fällen stünden die 20.000 Euro zweimal zur Verfügung. Was jetzt nicht ausreicht für diejenigen, die jetzt überlegen, spare ich mir Zeit, spare ich mir Geld, einfach zu sagen, ich bin ja zusammen veranlagt, ich mache mit meiner Frau, ich mache mit meinem Mann die Steuererklärung, ich habe ein Depot, Einzeldepot, und bei der Steuer kriege ich schon automatisch die zweiten 20.000 Euro hinzuaddiert. Das kann ich dem Gesetzestext jetzt nicht entnehmen, dass es da eine automatische Verdopplung der 20.000 Euro gibt. Deswegen meine Empfehlung wäre halt, mindestens das Gemeinschaftsdepot und vielleicht sogar das Ganze auf zwei Depots mit unterschiedlichen Kontoinhabern zu verlagern. Ja, ganz wichtig, wir haben es gesehen, für den Bereich der Aktien zu Eingangs, ja, die Gesetzesänderung mit der Verlustverrechnungsbeschränkung ist ja sehr stark in der Kritik. Dennoch steht sie im Gesetz, wurde auch durch die BMF-Schreiben nicht widerlegt, sondern in der Anwendung bestätigt. Definitiv in den Fällen, wo die Verlustverrechnungsbeschränkung angewendet wird, Einspruch einlegen gegen den Steuerbescheid. Wenn es zu einer Steuer führt, die nicht zahlbar ist oder die man nicht zahlen möchte, kann Aussetzung der Vollziehung beantragen, sodass man zumindest den Bescheid offen hält. Es könnte sein, dass das Finanzamt sich mit Ihnen darauf verständigt, dass der Einspruch ruhend gestellt wird, das heißt, so lange liegen bleibt, bis über ein möglicherweise dann existentes Gerichtsverfahren entschieden wurde. Ja, aber mit so einer Entscheidung ist jetzt meines Erachtens auch kurzfristig nicht zu rechnen. Auch wenn wir einen, ich hoffe, ich darf das sagen, begrüßenswerten Wechsel im Finanzministerium hatten, gehören dann natürlich mehr Parteien dazu, um so eine Gesetzesänderung zu kippen. Das heißt, ja, ich gehe mal davon aus, wenn die Einkommensteuerbescheide 21 vorliegen, ist erstmal der Einspruch die geeignete Wahl mit Option Aussetzung der Vollziehung und dann prüfen, ob es vielleicht schon anhängige Verfahren gibt. So, letzter Punkt, was natürlich auch eine Lösungsmöglichkeit wäre, ich suche mir ein Vehikel, wo mich diese Verlustverrechnungsbeschränkung, dieses Verlustverrechnungsverbot nicht tangiert und das könnte hier die Kapitalgesellschaft sein, das heißt eine GmbH, eine AG, UG, die fortan ein Depot eröffnet und das Trading darüber betreibt, wird zum Teil, denke ich, bekannt sein, dass es neben der Verlustverrechnungsbeschränkung, die dort nicht greift, nach meiner Einschätzung
auch es eine steuerliche Begünstigung für die Aktiengewinne gibt. Die sind nämlich nach 8b Körperschaftssteuergesetz per Saldo nur mit 1,5% steuerpflichtig. Alte Dauer nach Gesetzgeber nicht relevant. Ich habe über die Kapitalgesellschaft auch eine höhere Teilfreistellung für Aktien, ETFs und Fonds sowie Mischfonds. Das heißt, der Teil der Erträge, die zu versteuern sind, ist nur zu einem geringeren Teil steuerpflichtig über die GmbH. Das ist damit gemeint. Zusätzlich dazu habe ich auch die Möglichkeit für den Betriebsausgabenabzug, was für diejenigen Teilnehmer interessant sein dürfte, die in Fortbildungen investieren, Software investieren, die vielleicht auf Einkommensteuerebene nicht abzugsfähig sind. Das Problem habe ich natürlich über die GmbH nicht. Ja, was kann man an Nachteilen auf jeden Fall erwähnen? So eine GmbH gründet man nicht ohne Kosten, das ist klar. Ich brauche zumindest einen Notar, der mir den GmbH-Vertrag aufsetzt, ein Handelsregister, was die Eintragung macht, Bankkonto muss ich eröffnen. Ich bin buchführungspflichtig ab dem Jahr der Eröffnung der GmbH. Ich muss einen Jahresabschluss erstellen, Steuererklärung machen. Ich brauche eine Leihnummer, wenn ich an den Finanzmärkten aktiv bin als GmbH. Und ich bin ja Pflichtmitglied bei der IHK. Das heißt, ich habe jährliche Fixkosten, wo es sich natürlich empfiehlt, dass man das vielleicht vorab mal für sich durchrechnet. Was bringt einem die GmbH, habe ich hier oben dargestellt, was kostet sie ein, und dann kann man das vielleicht auch für sich mal durchrechnen, ob das eine Alternative wäre. Okay, ja, wie gesagt, das war der letzte Punkt. Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin, und Nelson, ich vermute, die eine oder andere Frage ist noch eingekommen. Die eine oder andere. Genau. Ja, viele Fragen hast du in der Zwischenzeit auch beantwortet. Einmal deine Einschätzung, ob das gekippt wird oder nicht. Dazu hattest du ja was gesagt. Zusammenveranlagung gab es auch viele Fragen. Dazu hast du auch was gesagt. Dann war eine Frage, die sehr häufig jetzt gestellt wurde. Da bitte ich dich auch, mich zu korrigieren. Deswegen meine Aussage ohne Gewähr. Aber die Verlusten aus 2020 können nach alter Regelung voll berücksichtigt werden, korrekt? Genau, also wir sprechen jetzt erstmal über die Verluste, die auch, sage ich mal, in einem Verlustfeststellungsbescheid enthalten sind. Das heißt, ich habe einen Bescheid vom Finanzamt. Allgemeine Verluste aus Kapitalvermögen, Betrag X, die kann ich auch weiterhin dafür nutzen. Genau. Sehr gut. Dann war die Frage, wäre der Verlustvortrag aus den MIN-Geschäften zusätzlich zu den Verlusten in 2022 anzusetzen? Also 20.000 Verlustvortrag aus 2021 plus 20.000 neue Verlust in 2022? Nein, leider nicht. Wenn ich einen Verlustvortrag habe und neue Verluste anhäufe, kann ich dennoch nur 20.000 Euro verrechnen. Das ist halt das Problem, ja, wenn ich quasi meinen Handelsstil beibehalte. Ich werde die Verluste bis auf St. Nimmerleinstag anhäufen und immer nur partiell nutzen können, Klammer auf, wenn es das Gesetz so lange gibt. Dann auch eine praktische Frage Richtung Finanzamt wird dir gestellt. Wie gebe ich eine Liste von zum Beispiel 10.000 Trades an das Finanzamt? Kann ich dazu eine exportierte Excel-Datei ausdrucken oder geht das auch anders? Ja, also ich mache es häufig so, die Finanzämter haben ja sogenannte Service-Stellen und auch Service-E-Mail-Adressen. Wenn ich jetzt Fälle habe mit Kontoauszügen von Interactive Brokers, beispielsweise 200 Seiten, dann mache ich es gerne so, dass ich nach Zustimmung mit dem Mandanten diese PDF an das Finanzamt maile, und dann können die selbst entscheiden, ob die 200 Seiten Papier verschwenden und das ausdrucken oder das irgendwo abspeichern. Also so mache ich das. Mhm. So, da kommen noch sehr viele Fragen rein. Tatsächlich aufgrund der Zeit bitte ich, keine weitere Fragen reinzustellen.
einmal um Ihre wertvolle Zeit. Ich weiß, dass das Thema natürlich ja, sehr interessant ist, aber auch Thomas hat nur begrenzt Zeit. Deswegen bitte erstmal keine weiteren Fragen. Ich versuche wirklich hier, es sind sehr, sehr viele Fragen, das Ganze ein bisschen zu sortieren und die wichtigsten rauszusuchen. Werden denn bei Optionsscheinen weiterhin die Gewinne mit Verlusten bei der Bank verrechnet? Also Optionsscheine genau sind ja keine Termingeschäfte, ja, Klammer auf, es sei denn, ich habe da Totalverluste. Das heißt, ja, die werden ja grundsätzlich nicht von der 20.000-Euro-Grenze betroffen. Muss der Handel mit Termingeschäften ausdrücklich in der Satzung genannt sein? Das wäre zumindest die Empfehlung, dass ich das reinschreibe, um halt auch zu dokumentieren, dass Termingeschäfte zu meinem Geschäftszweck gehören. Wenn das jetzt nicht drin sein sollte, und ich das aber tatsächlich mache, gut, kann ich nicht beurteilen, wie sich das auswirken würde, aber die Empfehlung wäre, es reinzuschreiben. Ist das Anmelden eines Gewerbes möglich, sinnvoll und Traden als Gewerbe zu betreiben, also unterhalb einer GmbH bzw. UG? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also ich gründe eine GmbH und UG und betreibe ein Gewerbe. Ich konnte jetzt auch nur die Frage so lesen. Vielleicht kann der Teilnehmer die nochmal neu formulieren, aber wir machen dann entsprechend erstmal weiter. Und wenn man Einspruch einlegt, was passiert als nächstes? Muss ich klagen? Wenn ja, wer kann mich hier in der Klage unterstützen? Stehen Sie hier ebenfalls zur Verfügung? Ja. Genau, also lege ich Einspruch ein, dann werde ich in der Regel innerhalb kurzer Zeit ein Schreiben vom Finanzamt zurückbekommen. Es gibt ja die Möglichkeit, Einspruch einzulegen ohne Begründung, einfach nur fristwahren Einspruch einzulegen. Dann würde das Finanzamt mich anschreiben, bitte den Einspruch zu begründen innerhalb von 4 Wochen. Wenn ich in meinem Einspruch bereits eine Begründung vorgetragen habe, und die wäre halt, dass ich das Gesetz als rechtswidrig, verfassungswidrig einstufe, dann kann es sein, dass ich relativ schnell eine Rückmeldung bekomme, dass der Einkommensteuerbescheid dem Einkommensteuergesetz an der Stelle entspricht. Und dann müsste ich halt quasi dranbleiben, den Einspruch offen halten. Und dann gibt es eine zweite Stelle im Finanzamt, die sogenannte Rechtsbehelfsstelle. Die würde irgendwann über den Einspruch entscheiden. Das kann aber durchaus ja, 2, 3 Monate mindestens dauern, bis das soweit ist. Dann würde ich eine Einspruchsentscheidung bekommen und dann habe ich eine 4-wöchige Frist, um Klage einzureichen. Und eine Klage vor dem Finanzgericht kann auch ein Steuerberater machen. Ich bin ja auch Steuerberater. Gut, dann wäre eine Lösung, den Wohnsitz ins Ausland zu verlegen. Gut, wer den Wohnsitz ins Ausland verlegt und nicht von Wegzugsbesteuerung oder erweiterter beschränkter Steuerpflicht betroffen ist, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, kann man sich ja mal anschauen, wer davon nicht betroffen ist und quasi ohne Schaden über die Grenze kommt und keinen Wohnsitz mehr im Inland hat, der würde ja fortan nicht mehr unter das Einkommensteuergesetz fallen und dann muss man halt prüfen, welche gesetzliche Regelung habe ich im Ausland, wo ich hinverziehe. So, dann hat der Teilnehmer noch die Frage anders gestellt. Es war eben gemeint, ob er nur ein Gewerbe anmelden kann und dann entsprechend traden. Ja, also wenn ich das Ganze als Einzelunternehmer in dem Beispiel mache, wäre mir da nicht viel geholfen, weil hätte ich auch eine Verlustverrechnungs Beschränkung zu beachten. Ich müsste sogar ja erklären können, warum das Gewerbe sein soll, weil grundsätzlich ist eigentlich so, dass die Verwaltung eigenen Vermögens nicht als Gewerbe gesehen wird. Also es kann mir passieren, wenn ich dafür ein Gewerbe eröffne und sich das jemand anschaut, dass das Finanzamt sagt, das sind keine Einkünfte aus Gewerbetrieb, das sind dennoch Einkünfte aus Kapitalvermögen, weil es keine gewerbliche Tätigkeit ist.
So, dann die vorletzte Frage. Wenn man in der GmbH seine effektiven Gewinne mit Abgeltungssteuer versteuert hat und man anschließend sich als Gesellschafter einen monatlichen Lohn zahlt, muss man bei dieser Entnahme nochmal Steuern zahlen? Also Lohn und Entnahme ist jetzt nicht das Gleiche. Also grundsätzlich ist so, der Lohn, den man sich zahlt als GmbH-Geschäftsführer, ist erstmal Betriebsausgabe bei der GmbH, ja, mindert dort die Steuerlast und ich muss diese, ja, Einnahme aus dem Arbeitslohn in meiner Einkommensteuererklärung versteuern. Und dann ist halt die Frage, habe ich da einen besseren Steuersatz oder einen höheren Steuersatz als in der GmbH? Das heißt, das kann auf Null aufgehen, das kann vorteilhaft sein, das kann nachteilig sein, das hängt vom Steuersatz desjenigen ab. Dann wurde sehr oft gefragt, ob das Webinar aufgezeichnet wurde. Ja, wurde es. Dementsprechend haben Sie auch die Folien. Nichtsdestotrotz, Thomas, ich glaube, die Frage wurde umso mehr gestellt, ob du die Folie zur Verfügung stellen könntest. Also die Folie selber bleiben, würde ich jetzt nicht rumschicken, aber man kann sich ja die Aufzeichnung anschauen und hat alle Folien damit. Okay, sehr gut. Dann, ja, was uns möglich war in der Zeit, haben wir jetzt soweit beantwortet. Hier kommen auch sehr viele Dankeschön, danke rein und tolles Webinar, Thomas. Sehr gut vorgetragen, wird sehr oft geschrieben. Dem schließe ich mich natürlich an. Ich bedanke mich sehr bei dir für das informative Webinar. Wie gesagt, die Aufzeichnung wird so schnell wie möglich online gestellt, sodass Sie das Ganze nacharbeiten können. Ich bedanke mich wirklich riesig für das sehr große Interesse. Und ja, wie ich das Feedback hier entnehme, freut mich sehr, dass das bei Ihnen gut angekommen ist. Ich hoffe, das hat wie gewünscht einen Mehrwert geboten. Und ja, wünsche dir, Thomas, noch einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal und allen Teilnehmern. Die Woche ist noch jung, deswegen wünsche ich natürlich auch viel Erfolg für die Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Aber Thomas, wie bei uns traditionell, hast du das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch an die Teilnehmer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schwieriges Thema, aber hat mir auch Spaß gemacht, dass so viele Rückfragen kommen. Und ja, ich wünsche auch dir, Nelson, und den Teilnehmern eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.